eine Geschichte, die das Leben schrieb. Von einem Penner, der in einen Container stieg. Es war sehr kalt in dieser Nacht und zum Schlafen war das kein schlechter Platz. Es war eine Hausfrau, die ihn als Erste sah, als er schon steif und längst erfroren war. Auf dem Kopf eine Krone aus Zeitungspapier, sah wie ein König aus, nur etwas unrasiert. Später kam er dann als Wolke zurück, sah von oben herab und freute sich. Er erkannte seine Krone aus Zeitungspapier. Ein kleiner Junge trug sie mit sich spazieren.